Mahlzeit. Tja, ein Nachtrag, Nummer 10 zu dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Betrüger haben es leicht. Schauen wir uns doch mal diese Preisangaben an. Hier 8,54 Euro pro Kilogramm. Ja, ist das weniger oder gleich oder größer als 0,02 Euro pro Gramm oder 2 Cent pro Gramm? Was ist es? Ihr könnt ja gerne mitdiskutieren. Wie ich darauf kam, zeige ich gleich. Aber eins sage ich wirklich, Betrüger haben es leicht. Was ich immer wieder festgestellt habe, da kommen Gymnasiasten daher, angebliche, ja, wissen aber nicht, was ein Kilogramm ist, was ein Gramm ist, die Unterscheidung. Und dann, um Gottes Willen, Komma-Rechnung ist ja furchtbar. Ja, Betrüger haben es wirklich leicht. Überschlagen wir doch mal, wenn ein Kilogramm rund 9 Euro kostet. Oder ein Gramm 2 Cent. Was muss ich da machen, damit ich auf Kilogramm komme? Kilo heißt mal 1000. Dann sage ich 2 Cent mal 1000. Ach du liebe Zeit, das sind ja 2000 Cent. Ja, was sind 2000 Cent? Sind das nur 2 Euro oder 20 Euro? Klar, der Gebildete weiß, es sind 20 Euro. Sowas kann man im Kopf. 20 Euro pro Kilogramm also. Wie komme ich da drauf? Ich musste mal wieder unsere Kaffeemaschine entkalken und da ich mit der Firma Heidmann sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, ich weiß, es gibt alles billiger, komme ich auch schon gleich drauf, habe ich mir gedacht, guckst du auch mal bei Heidmann nach, bevor ich hier mit Maske und aufwendig irgendwo hinrenne in irgendwelche Drogeriemärkte, um die ganze Sache vielleicht für 2 Euro zu kaufen, dazu kostet das auch Fahrerei und na und so weiter. Habe ich mir gedacht, guckst mal bei Amazon nach. Ja, noch eine kleine Bemerkung, ich weiß, Amazon, dem gebe ich kein Geld mehr. Ja, 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 ja. Warum nicht die Mittel nutzen, die da sind? Egal von wem. Mein Gott, dass die alle was verdienen, ist doch klar. Und wenn der Gründer von Amazon, ich habe ihn damals belächelt, ich dachte, na, das soll für Bücher klappen, bei der derzeitigen Bildungsmisere, damals schon vor 20, 25 Jahren, Bücher wollen die verkaufen, ob das funktioniert, hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, der Gründer, und hat sein Geschäft erweitert. Gut, also, Heidmanns Zitronensäure, reine Zitronensäure, nichts Besonderes, kein Hexenwerk. Nebenbei, wenn man reine Zitronensäure flüssig kauft, dann ist das eine 50-prozentige Lösung ungefähr. Man lässt sich gerne darauf verzichten, 2 Euro zu 50%, kann man sagen, 4 Euro muss ich auch bezahlen. Gut, aber jetzt habe ich dieses gefunden und siehe da den gleichen Karton. Und jetzt guckt mal hier, das sind 2,99 Euro, also das waren die 8,54 Kilo, Euro pro Kilo. Beziehungsweise die 0,02 Euro pro Gramm. Und ja, 8,98 Euro, das ist natürlich teuer. Gucken wir mal auf das erste. Das ist diese Zitronensäure. Das ist ein Pulver, das ist nichts Besonderes. Wie gesagt, kein Hexenwerk. Das kommt in so einer Tüte. Echte, reine Zitronensäure. Ich glaube, E330 heißt das Zeug auch als Lebensmittel durchaus zugelassen. Man kann damit säuern und alles. Nicht verwechseln mit, das hatte ich mal früher verwechselt, mit Ascorbinsäure, die auch sauer schmeckt, das ist das Vitamin C. Gut, also man kann damit Kaffeemaschinen reinigen, Kalkflecken entfernen und so weiter und so fort. So, und jetzt gucke ich mal an, 2,99 Euro. Man braucht die nicht so oft, dass es sich da gleich eimerweise kaufen lässt, dann wird es ja billiger. Billiger mit der Menge, denkt man. Ich komme gleich dazu. Guck mal also, 2,99 Euro, ne, diese 8,54 Euro pro Kilogramm ist hier ausgewiesen. Und wenn ich sage, ich kaufe Zweierpack, dann sind das wieder nur 12,53 Euro. Überschlagen wir nochmal, wenn ich hier draufklicke. Tatsächlich auch Gratislieferung 8,77 Euro. Ist das nur wirklich teurer? Ja, denn ich kaufe zwar zwei Packs, aber für einen Pack zahle ich knapp 3 Euro und hier zahle ich knapp 9 Euro. Na, merkt ihr was? Und dementsprechend geht der Preis auch hoch. Aber worauf gucken die Leute? Und die gucken, oh, da habe ich ja Rabatt. Naja, ja, ja, ja. Kaufe ich 3. 3 mal 3 ist 9. Was zahle ich dann? Zahle ich 12 Euro. Also das, ja, und das soll billiger sein. Nochmal. Kaufe ich 6. Ja, dann wird es billiger. Pardon. So, gut. Also, nochmal hierzu. Jetzt gucken wir uns mal diese 0,02 Euro-Programm an, wo er sagt, das sind rund 20 Euro. Ich will das jetzt gar nicht vorrechnen, das könnt ihr selber machen. Kaufe ich einen Zweierpack, bin ich schon ein bisschen besser. Dann zahle ich nämlich nur noch
rund 13 Euro. Ist immer noch teurer als bei diesem hier, ganz klar. So, und so weiter. Jetzt gucken wir doch mal, von wem es verkauft wird. Hier ist es die Marke Heidmann Pur. Gucken wir mal drauf. So, und wer verkauft das? Heidmann Pur. Das haben wir ja öfter mal, ne? Dass Heidmann oder dass irgendwelche Firmen sagen, wir verkaufen es mal so und mal so. Es muss ja solche geben, denn jeden Morgen steht ja einer auf, ne, der dumm genug ist, an alles zu glauben. Und hier ist es auch so, hier ist der Heidmann Store. Die verkaufen also auch ihre eigenen Sachen immer nur in diesem Fall. Sollen sie machen, ist mir egal. Aber eins ist wichtig, wenn ich nicht ein kleines bisschen Bildung habe, ein kleines bisschen Bildung auch, die ich auswendig lernen muss, nämlich Kopfrechnung oder Schreiben oder Lesen, dann komme ich mit so einem Kram nicht mehr zurecht. Schon gar nicht hier. Das ist auch meine Erfahrung. Naja, damit das besser wird, genau damit das besser wird, gründen wir eine solide Schule. Und ich habe hier in den letzten 20 Seiten dieses Buches, damit ich es nicht immer wieder telefonisch alles beantworten muss, über eine Stunde lang, habe ich das alles hier aufgeschrieben, rechtliche Fallstricke und so weiter. So, das ist jetzt Werbung fürs Buch, weiß ich. Aber jeden Tag, oder es war fast in Stoßzeiten, waren es 2 bis 3 Gespräche am Tag, zu Anfang vor allem, können Sie mal bitte erklären. Ja, habe ich ja gerne gemacht, aber das wurde mir dann zu viel und so habe ich das hinten reingepackt, denn das passt. Wir wollen ja, dass die Unbildung aufhört, wir wollen ja nicht, dass die Idiokratie anfängt und so weiter und so fort. Zum Thema Cancel Culture werde ich auch noch ein Video machen. Cancel Culture hat was Positives. Warum, das sage ich dann im nächsten Video, dauert aber noch ein paar Augenblicke, bis ich soweit bin. Bis dahin erstmal viel Freude beim Nachdenken, viel Freude beim Nachrechnen. Ihr müsst es nicht unbedingt mit diesem Heidmann-Zeug machen. Ach so, eins hatte ich noch vergessen. Man kann auch einen ganzen Kilobeutel für 7,50 Euro kaufen. Das ist natürlich noch besser. Ne? Aber wie gesagt, so viel braucht man nicht davon. Ein kleines bisschen Chemie gehört auch dazu. Aber wie gesagt, viel Spaß beim Nachdenken, viel Spaß beim Nachrecherchieren, beim Denken überhaupt, denn Denken heißt ja Wissen kombinieren und das macht mir zumindest Spaß und meinen Schülern und Studenten auch. Also, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht was, aber macht's gut. Tschüss.